Mit Lügen und Zusammenarbeit haben wir uns bis jetzt noch nie eingehend beschäftigt und das wollen wir auch jetzt nicht tun. Aber ganz kurz möchte ich Ihnen an einem Beispiel, das um die YouTube-Welt ging, eine solche Zusammenarbeit zeigen, obwohl mich die Betreffenden überhaupt nicht interessieren. Aber das Beispiel ist geeignet dazu. Das ist ein Mann, und das ist der 18. Mai 2019, jetzt um 7 Uhr. Ich kann auch den ganzen Tag benutzen, dann geht die Sonne hier vorwärts und dann trifft sie auf die Sonne von diesem Mann. Also dieser Mann ist hier an diesem Tag, insofern er mit diesem Thema zu tun hat, daran beteiligt, an dieser schwarzmagischen Lüge. Denn Merkur Pluto, das ist Manipulation, das ist ja, in Amerika sagen sie Mind Control, das ist magisches Reden, das ist andere überzeugen, also über die Zeugung hinausgehende Reden schwingen. Also der Mann hat eine Auslösung auf der progressiven Sonne hier. Rot ist progressiv, das ist der Transit hier. Und das ist sein Radix. Die halbe Sonne, ich auf dieser Erde. Wieder Sonne, ja, das ist einfach die halbe seiner Sonne hier. Ist das die Hälfte, ist beim Mars. Und die Sonne geht da um 7 Uhr über den Mars und geht auch die Transitsonne über den Mars. Das ist viel zu eindeutig, als dass es Zufall sein kann. Dieser von mir in einem separaten Video angetönten 3 Tage, das Mysterium der 3 Tage, steht auf seinem Merkur. Und der Merkur ist bekanntlich der Herr der Diebe, Räuber und Lügner. Und er hat ohnehin Merkur Pluto hier im Transit, hat er in einem disharmonischen im Radix. Also der Mann, er will da andere überzeugen. Ständig, ja, das ist ja das Radix oben. Also permanent redet er ununterbrochen. Und das kann man nachweisen, also er hat über Trump, über die AfD, über schwarze Löcher, über die Astrologie, aber dann gleich im zweiten Satz schon, er hat es nur so betitelt, damit es gelesen wird und diffamiert die Astrologie ohne irgendwie Belege zu bringen, denn er redet dort von Sonnen, von Fixsternen, nicht von Planeten und von Häusern, als würde ihm das bekannt sein, oder von Zeichen, Tierzeichen, als würde er etwas davon verstehen, und er nennt sich, ja, er nennt sich da ganz, viele Titel gibt er sich, also Professor der Astrophysik, er ist aber auch Moderator. In München ist er Philosoph. Am Fernsehen tritt er als Naturphilosoph auf. Also Leonardo da Vinci würde sich im Grab umdrehen. Na gut, also, oder eben nicht so gut. Das war der 15., 18., 5.
wo dieses legendäre Video offenbar im Fernsehen kann oder nur auf YouTube, ich weiß es nicht. Hier ist die halbe Sonne wieder, seine halbe Sonne, der Mars geht drüber und in den harmonischen, das braucht es zum Lügen, geht die Sonne über die halbe Sonne und den Mars. Und der Mars da geht auch über die halbe Sonne und die halbe Sonne geht über seine halbe Sonne. Und hier geht die progressive Sonne über seine halbe Sonne. Also das ist eine Auslösung. Dieser Mann war beteiligt. Und eben Merkur, Pluto, hier harmonisch und er hat sie im Radix disharmonisch. Die anderen zu Boden ringen, zu Boden schwatzen, sich aber immer im Hintergrund halten und sich dem eigentlichen Thema nicht stellen. Also er würde sich der Astrologie oder einem Astrologen mit Sicherheit nicht stellen, sondern er erzählt lieber ins schwarze Loch hinein. Da wurde aber ein Junge angestellt, ein Bub, ein erwachsener Bub, also ein junger Mann. Und der hieß Reso. Nein, ich möchte noch etwas sagen. Also, dass er beteiligt war, hier, dieser Professor da, ist klar. Jetzt, wenn wir Merkur, Pluto einstellen, dann ist das ja ganz klar hier, das nützt uns nicht viel, weil Merkur und Pluto sind ohnehin zusammen. Und wenn wir Merkur und Neptun, die bildlichen Lügen einstellen, dann ist die Venus da drauf. Also das ist dann nicht die politischen Lügen wie Merkur, Pluto, die sie im Parlament, in den Parlamenten haben, also im Bundestag, wo sie dann einfach reden, 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 reden. Und es kommt nichts dabei heraus. Übrigens ist die Sonne auf dem Mars, bedeutet Leben austreiben. Ja? Da hat er sein Leben ausgetrieben, aber das der anderen eben auch, weil er eine breite Fläche hat, die er benutzen kann. Das ist auch eine Auslösung, weil er das in der Progression hat. Und da steht das Attentatsgestirn, also das Wendegestirn, der Polus steht auf dem Mars noch. Und hier die Sonne auf dem Mars. Und Venus, Neptun, also das ist ja Illusion, ja. Also die haben, der hat von, er hat ja nicht geredet, aber die haben von etwas geredet, das man gar nicht besprechen kann. Also auch nicht, wenn man das einengt auf CO2 oder irgendwie. Also wie gesagt, er hatte Trump, Klima und AfD und ja, also ich weiß eigentlich nicht, was er nicht besprochen hätte. Astrologie und so weiter. Das war ein Auto, das Sie jetzt gehört haben. Jetzt der Junge, der da hinhalten musste, der hat eigentlich, hätte das viel schöner benutzen können, so eine Venus hat er progressiv, hier unten ist er. Und da ging die Sonne drüber. Also, dass der beteiligt war, ist ja klar, der hat ja geredet. Und der hat gesagt, es gibt nicht verschiedene Meinungen, es gibt nur, ja hier, Merkur, Neptun. Er hat gelogen. Das sind seltene Konstellationen, die im Leben vorfallen. Und seltsamerweise sehen wir da in die Zukunft astrologisch. Und das sieht man mit nichts. Jeder Arzt braucht seinen Patienten, um zu sehen, was los ist. Und diese groben, großen Konstellationen hier können wir, die könnte man schon bei der Geburt ausrechnen. Also da hat der Merkur Neptun. Das ist die Verwirrung, die Lüge,
Und die hat er mit so einer Venus Beliebtheit erfahren, also, und hat das mit voller Inbrunst, anstatt sich mit einem Mädchen zu vergnügen, hat er das mit voller Inbrunst an diesem Tag, wo die Sonne drüber ging, kam es zur Auslösung. Ja, Merkur Neptun, also am Widerpunkt hier vorne. Aszendent MC habe ich weggelassen, weil die Zeit unklar ist. Mond brauchen wir auch nicht zu berücksichtigen. Und die Sonne ging über seine Sonne. Also müssen wir die halbe Sonne da gar nicht groß anschauen. Nur ganz kurz, die ist bei ihm hier. Wo ist sie hier? Und steht auf dem Uranus, auf dem Macher von Lesch, von diesem Herrn Lesch. Und der hat ja eben die halbe Sonne auf dem Mars und die halbe Sonne auf dem Mars im Radix und hier noch die halbe Sonne auf der seiner Progression. Und auf dem Mars von diesem Jungen. Rezo oder ich weiß nicht. Rezo oder so. Der hatte das Mysterium also der 3 Tage, diese Trennung von Kraftleib. Da hat er sich wirklich getrennt von Kraftleib. Auf dem Pluto. Und hat sich da bemüht, wie verrückt, ja. Und hier, das ist die halbe Sonne, auch noch auf der Sonne, also das ist eigentlich gegen ihn gerichtet, darum hat das mit dem Mädchen, das ist jetzt ein bisschen symbolisch gemeint, nicht geklappt oder es hat vielleicht geklappt, aber das ist gegen ihn gerichtet, weil die halbe Sonne noch auf seiner Sonne, also gegen ihn steht oder stand. Also die steht ja immer noch. Ja. Das geht ja nicht so schnell mit der Progression wie hier mit dem Transit. Und auch er, das habe ich gezeigt, hat eine Sonnenauslösung. Das ist ja nicht Lesch hier unten, das ist der Rezo. Und Lesch hat sie hier. Also am Abend dann auf der Sonne, diese Sonne, und am Tag auf der halben Sonne. Das ist dasselbe. Also das ist einfach noch. Die sieht man in der Regel nicht, aber man kann sie ja einstellen, ja, oder ausrechnen, einfach die Hälfte, die wirkt als der Mensch auf dieser Erde noch stärker. Mit Mars und hier auch mit Mars und mit der halben Sonne progressiv. Nun noch zur Sicherheit Merkur, Neptun und Pluto. Zusammen, also das kann man normalen Astrologieprogrammen nicht einstellen. Das sind Vektoren, die ausgerechnet sind wie Halbsummen. Das hat er bei der Sonne. Dieser kleine rote Strich da ist bei der Sonne in Auslösung auf demselben Vektor von Lesch. Also das nenne ich mal wirklich Zusammenarbeit im Lügen und sich irren, kann das auch sein. Irren in dem Sinne, dass man über etwas urteilt und wertet, das nicht beurteilbar und nicht zu bewerten ist. Diese Summe ging gerade über Saturn-Mondknoten, der uns alle betraf, ja. Mit seinem Pluto
und mit dem Merkur von diesem Herrn Lesch, der ja über alles redet, ja. Was auch über Gott. Gibt es Gott? Fragen Sie den Lesch. Und er sagt dann noch irgendwie, ich glaube, der sagt dann in der Bibel noch, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, der sagt sicher, wenn es in der Bibel steht, dann ist es so, ja. Er sagt ja auch, die Sterne lügen nicht, also, und dann ironisch, ja, und dann setzt er hinzu, die Sterne reden überhaupt nicht, sie sagen überhaupt nicht. Das ist schon mal falsch. Er versteht nur ihre Sprache eben nicht. Das müsste er richtig stellen. Also, das ist natürlich krass. Hier auch. Lesch hat das hier. Und im selbstgemachten geht der über dieser Vektor, ja, Merkur, Neptun, Pluto, ging an diesem Tag, geht an diesem Tag über den von Herbert oder Harald Lesch oder diesen Mann da, der ja, Animator ist, Moderator, Wissenschaftsphilosoph, Naturphilosoph, man stellt sich das vor, man, Naturphilosoph, ja. Und Astrophysiker, wie das zusammengeht, weiß ich nicht. Er hat irgendetwas über ja, ich weiß nicht, über was er da promoviert hat. Irgendwas wird es schon gewesen sein, dass der Junge hatte natürlich mit dieser Lüge, also ist noch genauer, oder diese Lüge, die Sonne könnte auch ein bisschen hinten noch stehen, ganz wenig wegen der Zeit, mit dieser Lüge auf seinem Jupiter großen Erfolg gehabt, also sind irgendwie 6 Millionen Klicks oder Likes, ich weiß es nicht, es ist egal. Es zeigt einfach die Zusammenarbeit von einem ausgewachsenen Schwindler, ja, Merkur Pluto. Also der könnte auch dort in der Politik rufen, man wird das ja wohl einmal sagen dürfen und so. Und der andere hat dann gerufen, dass wir irgendwie in ein paar Jahren, er hat das der Gottes, Ocasio-Cortez in Amerika nachgeschumpfen, die gesagt hat, in 12 Jahren gibt es uns nicht mehr, wenn wir so weitermachen. Und die Lügenachse von Rezzo steht da nahe bei der Sonne, also beim Chiron, der sie aufdeckt, und nahe bei der Sonne von Lesch. Und hier am Tag geht, das ist 7 Uhr morgens, ja, das ist der Transit hier, diese Linie. Und hier am Tag geht die Sonne über die Sonne von Rezzo und über die Venus. Das ist Merkur Neptun. Und wenn man dann den Tag schaltet, dann
geht sie am Tag oder bis in die Nacht hinein über diese Lügenachse und den Saturn von Lesch. Ja, das ist so, was eine Zusammenarbeit. Merkur Neptun ist hier, exakt auf dem Merkur von Lesch. Merkur Neptun, also da lügt jeder, also da schwindelt halt Leute, die nicht lügen sonst, die schwindeln dann oder haben Ausreden. Das gibt es auch, ich mag heute nicht, ich bin krank, ich mag nicht an die Prüfung gehen oder ich schaffe das nicht, ich bin erschöpft oder eben, man sagt, man lügt einfach, man hätte, man wäre nicht benachrichtigt worden oder die anderen sind sogar schuld. Also das ist eine langsame Achse, oder Merkur? Nein, die geht schnell, das ist umso schlimmer. Und hockt ihm gerade an diesem Tag auf dem Disharmonischen, auf dem Merkur. Und bei Rezo braucht es das gar nicht. Da könnte man noch Sonne Neptun, die Lügner als Person einstellen, aber das braucht es nicht. Die sind ja, der Rezo hat das auf dem Saturn und auf seinem Mondknoten, also zur Allgemeinheit, wo dann dieser Polus Attentat auf die Bevölkerung, ja, steht mit dem Mars von, das ist auch ein Angriff, ja, von Lesch. Also eindeutige, ein Theater, ja. Gut, hier noch Merkur, Neptun auf Pluto, das ist, gibt wieder Merkur, Neptun, Pluto, also auch hier wieder, ja. Also diese drei, weil es Merkur, Neptun ist die Irrtumslüge. Und Merkur, Pluto ist die bewusste Manipulationslüge. Also mit Pluto will man die Macht erhalten oder die Macht an sich reißen. Und natürlich dadurch die Macht anderer zerstören. Und das ist ihm, dem Jungen und dem Lesch, gelungen mit der CDU. Also die CDU soll da irgendwie 18% verloren haben an der Europawahl. Das war eine Woche vor der Euro-Wahl, kann man beinahe sagen. Kann man sagen, ja, Euro, es geht um den Euro, der gerettet werden muss. Europa ist weniger wichtig. Das soll nicht gerettet werden, das soll überflutet werden. Und er hat das Ziel, die haben das Ziel erreicht, oder Rezo hat das Ziel erreicht. Und die hinter ihm stehen, die Stör oder so eine Firma, die für Publikation, für Propaganda sorgt, die haben das erreicht, die CDU verlor gewaltig und die Grünen haben, glaube ich, 10% oder mehr dazu gewonnen. Gut. Danke, das war's.